Ihr Leute, hört mir zu. Seid dankbar, in diese Welt geboren worden zu sein. Gemäß der buddhistischen Schriften haben unsere Eltern 100 Tage lang gebetet. Ihre herzliche Hingabe an die Berge und den Himmel hat sogar Gott gerührt. Mit Buddhas Gnade empfing ich nach 10 Monaten im Bauch der Mutter mein Leben aus dem Fleisch und Blut meiner Eltern. Sie sorgten sich um mich bei Kälte und Hitze und nährten mich mit Hingabe. Doch von diesem Geschenk ahnte ich nichts. Die Zeiten fliegen dahin. Nun werde ich bald 70 Jahre alt. Über 1000 Monate. Über 36.000 Tage. Wie können wir unseren Eltern je zurückgeben, was wir von ihnen empfangen haben? Die Jugend flieht, das Alter droht. Ach je, ach je. In der Musik der koreanischen Volkstraditionen liegt das Herz auf der Zunge. Die tiefen Gefühle finden Worte und musikalischen Ausdruck, wie er in dieser Direktheit in unserer Kultur keine Konventionen besitzt. Mit Höschim Gok, so der Titel des Gesangs nach einem buddhistischen Gebet, ein Lobpreis des Lebens und eine Huldigung an die Eltern, gesungen von Kang Hyo-ju, begann wie ein Sonnenaufgang ganz sanft das Konzert der Folk Music Troupe des National Gugak Center Seoul im WDR-Funkhaus-Konzert am 20. Mai 2011, welches sich zu einem furiosen Ende aufschwingen und die Zuhörer sinnbildlich auf die Stühle treiben sollte. Die koreanische Volksmusik, auf Koreanisch Minsok Ak genannt, ist ein umfangreiches Segment der koreanischen Kultur und generell wird sie streng von der Jongak, der in Anführungszeichen regelgerechten Musik der Gelehrten, der Aristokratie und des Hofes getrennt. Und tatsächlich sind deren Maßstäbe unvereinbar mit der emotionalen Offenherzigkeit der Musik der normalen Leute, denn in der Jongak ist Mäßigung und Erkenntnis der umfassenden Harmonie das oberste Gesetz. Die Bildungselite im alten Korea blickte mit Verachtung auf die Kultur der Alltäglichkeit der kleinen Bürger. Dass die Musik, die die Menschen außerhalb des Hofes schätzten, nicht weniger komplex war als die verfeinerten musikalischen Rituale in den Palästen, wurde nicht ins Urteil einbezogen. Von den Trommeltänzen der Bauern über die Musik der Volksreligionen, Buddhismus und Schamanismus bis hin zu den feinsinnigen Solosuiten mit Trommelbegleitung Sanjo erstreckt sich die Musik der Volkstraditionen. Und eines verbindet alle Stile und trennt sie von der Jongak. Sie kennt keine schriftliche Vermittlung. Alle Formen, Fertigkeiten und ästhetischen Erfahrungen
wurden mündlich überliefert. Das Volk singt. An Gesangsstilen werden regionale Unterschiede erkennbar. Während Kangyo-ju, die Gyeonggi-Provinz, also die Gegend um Seoul, vertrat, ist Yi Ju-eun eine Spezialistin für Namdo-minyo, den Gesang des Südens. Die kleine Zusammenstellung von Arbeitsliedern geht ganz tief in das reiche Seelenleben des Alltags. Äußerlich hergeleitet aus Verrichtungen wie Fische sortieren oder Rudern, hüllen sie den Moment des Sich-Plagens in eine tiefe Empfindung des Daseins. Wir rudern, rudern, fahren raus aufs Meer. Der Gesang der Sardellenfischer rührt den Drachenkönig sehr. Hoch die Segel, das Herz beschleunigt seinen Schlag, dass es eine reiche Sardellenernte geben mag. Der Mond scheint hell, da ich meine geliebte Frau zurücklasse. Ich gehe fort und Chun Yang tritt im Mondlicht vor. Dort liegt der Rücken des Hallerbergs. Wie gut schmeckt der Adlerfarn von dort. Wie schön ist es, mitten im Dorf das Bootslied vom Hafen her zu vernehmen. Thank you.
Ijuin mit dem Bootslied vom Südmeer, begleitet von 7 Musikern der Folkmusik-Troupe des National Gugak Center Seoul. Musiker waren auf den Booten beim Rudern und Fische aus dem Netz poolen sicher nicht anwesend. Der Leiter des Ensembles, Hwang Gwang-yop, erläuterte mir. Die Ursprünge von Minyo sind eigentlich Lieder, die auf dem Feld und bei Erntearbeiten gesungen wurden und waren ursprünglich recht kurz. Sie kommen tatsächlich direkt aus der Arbeit. Die Leute in Korea haben die regelmäßigen Bewegungen beim Getreidepflanzen mit Gesang begleitet. Später sind die Arbeitslieder dann für die Bühne angepasst und erweitert worden und das Instrumentalensemble ist dazugekommen. Wirklich, es sind Volkslieder, sie stammen von normalen Leuten. Der flatternde Ton und die in die hohe Tonlage gepresste Stimme von Kang Hyo-ju zuerst und nun die eher sonore, mit der typischen wellenartigen Tonhöhenmodulation geführte Stimme Ijuins, sie wirken wie aus zwei unterschiedlichen Ländern. Ist am Ende der nördliche Stil mongolischen Ursprungs? Man weiß ja, dass die koreanische Halbinsel vor mehr als 10.000 Jahren von Nomadenstämmen der Mongolei und Sibiriens her besiedelt wurde. Kang Hyo-ju? Nach meinem persönlichen Empfinden denke ich sehr wohl, dass es gewisse Einflüsse gegeben haben könnte. Es ist aber gar nicht wissenschaftlich belegt. Kann man so etwas nur aufgrund von Ähnlichkeiten bei äußerlichen Merkmalen vermuten? Merkmale des Klangs, die auf körperliche Gegebenheiten zurückzuführen sind? Es ist nicht offiziell belegt, aber ich halte es für denkbar. Und Ijuin fügt hinzu, die Dialekte sind, denke ich, beeinflusst von der Küche und der Lebensweise der Menschen in diesen Regionen, welche ihr Temperament charakterisieren. Nord und Süd haben verschiedene Kulturen, angefangen bei der Sprache bis hin zum Klima. Der Süden ist heißer als der Norden. Und wie man in den Regionen isst, ebenso wie verschiedene Dialekte gesprochen werden, das hat auf die Musik einen sehr großen Einfluss. Zum Beispiel, im Süden spricht man sehr schnell und akzentuiert und im Norden spricht man etwas geordneter und etwas sauberer. Diese Punkte beeinflussen die Musik und selbst als Fremder, der nach Korea kommt und die verschiedenen Esskulturen erlebt, kann man Analogien zu den Musikstilen erkennen. Musik entspricht den Lebenskulturen, Essen, Sprache, Wetter. Jeder, der irgendwann etwas mit Korea zu tun hatte, kennt Arirang. Dieses Lied der Sehnsucht ist in seiner simplen Form jedem koreanischen Krankenschwesternverein, jeder koreanischen Schulklasse vertraut. Aber auch die alten Versionen in den Traditionen verschiedener Regionen sind das Lied der Nation, gemeinschaftsstiftend und herzbewegend. Der Pass über den Arirang ist die lange Straße, die du zu gehen hast. Wenn du mich allein zurücklässt, nach nicht 3 Meilen wirst du lahm sein. Welch herrlicher Moment ist dies. Lass uns verharren. Geh doch nicht, bevor die Nacht vorüber ist. Der Arirang ist mein Berg der Tränen. So sehr suche ich meine Liebe, dass ich keine Ruhe finde. Kang Hyo-ju und die Folk Music Troupe des National Gugak Center Seoul. Oh.
Thank you.
Oft hört man Koreaner über die traditionelle Musik sagen, als ich jung war, mochte ich diese Musik ja gar nicht. Aber jetzt, da ich älter bin, berührt sie mein Herz. Hinter der westlichen Musik, Pop, Klassik, steht sie in Korea an Beliebtheit weit zurück, ist als altmodisch verschrien. Hier haben wir zwei noch junge Sängerinnen, beide in den 30ern, die zu den besten Minyo-Sängerinnen ihrer Generation zählen. Was treibt sie dazu, ihr Talent dieser hoffnungslosen Kunst zu widmen? Im Wandel der Zeit haben sich die musikalischen Stile und Gattungen gewandelt. Die breite Masse neigt dazu, das Vertraute mehr zu schätzen. Dadurch schien die traditionelle Musik etwas im Abseits zu stehen. Aber ich sehe und denke auch, dass die traditionelle Musik wieder etwas mehr Gehör findet als früher. Und der Beweggrund, warum ich mich für diese Karriere entschieden habe, ist schlicht, weil ich diese Musik einfach gern habe. Ob sie nun beliebt ist oder nicht, ist mir eigentlich zweitrangig. Dies ist die Haltung, die diese alte Musik über die Zeiten rettet. Es ist die Haltung, die 1951 zur Wiedergründung des Gungnip-Gugak-Won, des Nationalinstituts für traditionelle Musik, heute National Gugak Center Seoul genannt, führte. In der japanischen Besatzungszeit von 1910 bis 1945 war die Hofmusik aufgelöst worden und ihre Musiker in alle Himmelsrichtungen versprengt. Und die Volksmusik war durch westliche Unterhaltungsmusik und Klassik verdrängt worden, denn das war es, was man in den ersten koreanischen Radioapparaten hörte. Das National Gugak Center sammelte und bündelte die überlebenden Musiker und stellte sie an, ihre Fertigkeiten und Kenntnisse der jungen Generation zu vermitteln. Nicht nur blieb die Tradition so erhalten, auch die jahrhundertelang gepflegte Tradition der Bewahrung und Rekonstruktion wurde fortgesetzt. Die Arrangements der Lieder des Funkhauskonzerts sind solche zusammengesetzten Formen, die doch keine neuen Klänge enthalten. Die Musiker beherrschen, anders als im alten Korea, mehr als nur einen Stil. Sie sind Gelehrte einer Musik, welche von den Gelehrten ihrer Zeit verachtet war. Yukja Begi ist das für den Gesang des Südens typischste Lied. Was über Sprache und Speisen gesagt wurde, man kann es hier deutlich wiedererkennen. Frech und anmaßend klingen die Reden der alten Frauen auch heute noch dort, und das Essen mit großen Anteilen vergorener, bitterer, salziger und scharfer Zutaten kann auch einem gutwilligen Europäer recht schwer zu schlucken fallen. Lee Ju-eun ist auch Pansori-Sängerin. Pansori ist der epische Gesang koreanischer Tradition, gesungene Romane. In diesem Gesangsstil wird der heftigste Ausdruck kultiviert. Das wilde Überschlagen der Stimme, das ausgreifende Vibrato, welches kein automatisches Vibrato ist, sondern ein durch Regeln bestimmtes Stilmittel, kennzeichnen den südlichsten Gesangsstil Koreas und er spiegelt sich in den Instrumenten. Yukja Begi mit Lee Ju-eun. Hey, ihr Kerle! Die ihr am hellen Morgen Lotusblüten vorm Pavillon pflückt, glaubt nur nicht, dass die Wogen sacht sind. Wenn der Drache aufwacht und die Netze reißen, wirbelt alles durcheinander. Meine Liebe ist ein blauer Berg, während deine ein klarer Fluss ist. Der Strom fließt dahin, aber der Berg bleibt bestehen. Der Strom schlängelt sich um den Berg, wohl weil er seiner so sehr bedarf. Welch eine lange Herbstnacht. Ewig dauert die Nacht im Süden. Naja, die Nacht ist so lang, weil ich so einsam bin. Ach, fände ich nur den Liebsten, der mir die Nacht verkürzte. Thank you.
Die Koreaner lieben die Steigerung. Auch dieses Konzert begann zart und langsam und am Ende stand das Shinari, welches dort weitermachte, wo Yukjabegi endete, in der Hitze des Südens. Shinari, die schamanistische Zeremoniemusik, ist eines der Zentren, wenn nicht das Zentrum der koreanischen Volksmusik. Der epische Gesang Pansori ist damit verwandt, ebenso wie die kunstvolle Spätform des Sanjos, und Shinari-Musik begleitete auch die eben gehörten Lieder. Und es ist die Musik, welche den Instrumenten großen Freiraum bietet. Für die expressive Exaltation des Shinari sind diese Instrumente wie geschaffen und umgekehrt. Aus den Möglichkeiten der Instrumente entwickelt sich das Shinari. Typisch für die koreanische Musik ist zum Beispiel die große Querflöte Daegeum, die ein zusätzliches Loch hat, welches mit einer dünnen Membran überspannt ist, die den Ton beim stärkeren Anblasen schneidend macht. Und ein großes Blasloch, welches das Nonghyeon ermöglicht, dieses großformatige Modifizieren der Tonhöhe. Alles dies widerspricht konträr dem Klangideal westlicher Instrumente. Da ist es fast verwunderlich, dass unser Publikum im kleinen Sendesaal die Musik doch nicht als hässlich wahrnahm. Aber jede Musik hat ihre eigenen Regeln und Werte und sie teilen sich rein übers Hören mit. Nonghyeon heißt Herumspielen mit der Saite. Und so sind auch alle Saiteninstrumente genau dafür vorbereitet. Bei den Wölbrezittern Gayagum gezupft und der gestrichenen Ajeng sind die Saiten auf einzelne, hohe, verschiebbare Reiter aufgebockt. Und mit der rechten Hand wird der klingende Ton durch Niederdrücken der Saite jenseits des Reiters in Bewegung versetzt. Es ist faszinierend, Kim Sung-gu dabei zu beobachten, mit welch geschmeidigem Fingerspiel er die Saiten der griffbrettlosen Spießgeige Haegeum massiert, wie exakt er durch Druck das Register wählt und Intervalle sicher mit den Gliedern der mittleren Finger oder der Spitze des kleinen Fingers abgreift. Das Haegeum ist ein besonders schwieriges Instrument. Alle Saiteninstrumente der ganzen Welt, Geige, Bratsche, Cello und so weiter, haben ein Griffbrett, auf dem man exakt die Saiten abgreifen kann und auf denen man das Vibrato aus dem Handgelenk heraus erzeugt. Beim Haegeum aber muss die Tonhöhe und das Vibrato durch Druck auf die freistehende Saite reguliert werden. Ich fragte Kim Sung-gu auch, ob es, besonders bei seinem Instrument, nicht die Gefahr gäbe, in einen westlichen Tonfall, in westliche Intervalle zu verfallen, und er gab zu, dass westliche Hörgewohnheiten tatsächlich einen Einfluss auf den Klang der koreanischen Musik haben könnten, aber dies sei eine normale Entwicklung. Ich muss gestehen, dass mich dies sehr alarmiert, denn empfinden nicht selbst wir europäischen Hörer einen temperierten Dur-Akkord in Musik anderer Kulturen als falsch? Seltsam ist es, dass unter allen Musikern mir niemand eine plausible Erklärung zu den Tonhöhen in der koreanischen Musik geben konnte. Tatsächlich sind diese ja stets in Bewegung und lassen so keine harmonischen Effekte zu. Und so konnten wir uns darauf einigen, dass nicht die Tonhöhen, sondern das, was mit den Tönen angestellt wird, das Koreanische ist. Wie seltsam oder wie typisch koreanisch ist Han Min-taeks Kumon-go, wiederum eine Wölbrezither, deren dicke, dumpf klingende Seidensaiten weit über die breiten Bünde geschoben werden und wo der scharfe Klang des Plektrums, eines Bambusstäbchens, hart auf den Korpus schlägt. Die Dicke des Bambusplektrums bestimmt die Tonfarbe mit. Drei verschiedene Techniken gibt es. Hot-Jum ist ganz leicht die Saite anreißen. Chum-Jum ist mittel, aber bei Tet-Jum gibt es den harten Schlag.
Shinawi, die schamanistische Zeremoniemusik, ist weniger ein Werk als eine Methode, Musik zu spielen, und das heißt zu improvisieren. Sie stammt ursprünglich aus dem Süden, jedoch gibt es sie in vielen Varianten in ganz Korea. Mit Shinawi-Musik werden unerlöst jammernde Seelen von Verstorbenen in die Ewigkeit geleitet. Sie begleitet Heilungsrituale und das Vorhersagen des Schicksals und wird auch zur reinen Unterhaltung gespielt. Und so ergab es sich, dass auch Lieder im jeweils passenden regionalen Stil von Shinawi begleitet wurden, als ein konzertgemäßer Gebrauch aufkam und die Instrumente der Gesangsmelodie in freier Manier folgten. Shinawi wird bestimmt vom Rhythmus. Die Trommler an der Sanduhr-Trommel Jangu und dem Gong Jing überwachen und leiten den Verlauf. Langsam schaukelt sich die Musik zum vollen Ensemble hoch. Die Zithern A Jeng und Gumun Go, Querflöte Degem, Oboe Piri. Abschnitt für Abschnitt wird sie schneller. Solos und Ensemble wechseln sich in verabredeter Reihenfolge ab.
신앙이라는 그 틀이 들어가야지. 그래서 작곡이 된 건 잘, 그다음에 이제 작곡이 된 건 아니고. Chinawi ist keine Komposition, es kommt vom Schamanismus, das ist mehr Improvisation. Die Grundform steht fest, aber die Tonart kann unterschiedlich sein. Jedoch einmal gewählt, wird sie nicht mehr geändert. Chinawi kann dem jeweiligen Anlass angepasst werden, wie zur Begleitung von Salpuri, dem Schamanentanz oder Gesang. Die Chinawi-Form hat sich immer wieder nach und nach geändert. Momentan spielen 8 Leute, früher war das anders. Zur Begleitung einer Zeremonie haben damals oft nur 2 bis 3 Musiker gespielt. Wie lebendig und durchaus in Entwicklung befindlich die traditionelle Musik in Korea ist, ist mir erst durch dieses Konzert und durch die Begegnung mit den Musikern klar geworden. Heutige Formen, wie die Lieder mit Begleitung, das Chinawi, das Sanjo, welches in Köln nicht auf dem Programm stand, sind künstlerisch emanzipierte Nachfahren von rein funktionalen Musikformen. Aus der Begleitung von Ritualen ist diese mitreißende Musik hervorgegangen, deren Regeln sich ebenfalls aus der Urform entfaltet haben und welche erst eine Musik zum Zuhören ermöglichen. Die Tradition lebt. Es folgt nun der Schluss des langen Chinawis im Stil der südlichen Jolla-Provinz mit der Folk Music Troupe vom National Gugak Center Seoul. Thank you.
Thank you.
WDR3 Open Soundworld.